is coming. Are you ready? The Lord is coming. Are you ready? Would your heart be right if he came tonight? The Lord is coming. Are you ready? Ein Charakter, den die Welt anerkennt. Damit ihr ohne Tadel und lauter seid, Gottes Kinder, ohne Makel, mitten unter einem verdorbenen und verkehrten Geschlecht, unter dem ihr scheint als Lichter in der Welt. Gott beabsichtigt, die Grundsätze seines Reiches durch sein Volk sichtbar zu machen. Damit sie in Lebensstil und Charakter diese Grundsätze ausleben, möchte er sie von den Bräuchen, Gewohnheiten und Praktiken der Welt trennen, indem sie die Güte, die Barmherzigkeit, die Gerechtigkeit und Liebe Gottes in seiner Gemeinde offenbart betrachten, soll die Welt eine Darstellung seines Charakters zu sehen bekommen. Und wenn das Gesetz Gottes auf diese Weise im Leben sichtbar gemacht wird, erkennt sogar die Welt die Überlegenheit derer, die Gott mehr lieben und ehren und dienen als andere Menschen in der Welt. Mehr als alle anderen sollten die Siebenten-Tags-Adventisten Vorbilder der Frömmigkeit und in Herz und Wandel heilig sein. Ihnen sind die feierlichsten Wahrheiten anvertraut worden, die je Sterblichen übergeben wurden. Jede Ausstattung mit Gnade, Kraft und Wirksamkeit ist reichlich verliehen worden. Sie warten auf die baldige Wiederkunft Christi in den Wolken des Himmels, wenn sie der Welt den Eindruck vermitteln, dass ihr Glaube kein alles beherrschender Faktor ihres Lebens ist, würden sie Gott sehr entehren. Weil die Versuchungen Satans immer stärker werden, ist die Zeit, in der wir leben, für Gottes Kinder besonders gefährlich. Wir müssen ständig vom großen Lehrer lernen, damit wir jeden Schritt in Sicherheit und Gerechtigkeit vorangehen. Wunderbare Szenen öffnen sich vor uns und in dieser Zeit soll durch die Lebensweise des Volkes, das sich zu Gott bekennt, ein lebendiges Zeugnis abgelegt werden. Die Welt soll nämlich daraus erkennen, dass es sogar in diesem Zeitalter, in dem überall das Böse herrscht, immer noch Menschen gibt, die ihren eigenen Willen beiseite setzen und sich bemühen, den Willen Gottes zu tun, ein Volk, in dessen Herzen und Leben Gottes Gesetz geschrieben steht. Ihre Gedanken sollen rein sein, ihre Worte edel und aufbauend. Die Religion Christi soll mit allem, was sie sagen und tun, verwoben sein. Sie sollen ein geheiligtes, gereinigtes und geweihtes Volk sein, das allen, mit denen es in Kontakt kommt, Licht weitergibt. Es ist Gottes Absicht, dass sie durch das Ausleben der Wahrheit in ihrem Leben ein Lob auf Erden sein sollen. Die Gnade Christi genügt, um das fertigzubringen. The Lord is coming. Are you